Herzlich willkommen zu Fossilien gegen Darwin. Wie Sie bereits wissen, ist die von der Wissenschaft ans Licht gebrachte Wahrheit, die Evolutionstheorie ist falsch und das Universum und alles Leben sind die Schöpfung Gottes. Alle Fossilien, von denen wir in unserem Programm Fossilien gegen Darwin vorgestellt haben, beweisen die Schöpfung Gottes. Mehrere Koranverse merken an, dass es sowohl über als auch unter der Erde Beweise für die Tatsache der Schöpfung gibt. Im 137. Vers der Sura As-Saffat steht zu lesen: Ich nehme Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Und ihr kommt auf der Reise wahrhaftig an ihnen vorbei. Aller Wahrscheinlichkeit nach bezieht sich dieser Vers auf den Bestand an Fossilien, der unter der Erde liegt und den wahren Ursprung des Lebens enthüllt. Auf der ganzen Welt zeigen zahllose Fossilien aller Art, dass alle Lebewesen seit dem Moment ihrer ersten Existenz dieselben geblieben sind und sich im Verlauf von hunderten Millionen Jahren nicht verändert haben. Alle Fossilien zeigen, dass das Leben vollkommen und mit all seinen komplexen Eigenschaften aufgetreten ist, mit anderen Worten, dass es von Gott erschaffen worden ist. Unser allmächtiger Herr hat alles Leben in der bestmöglichen Weise erschaffen. Jede einzelne Existenz ist eine Manifestation der Macht und der Größe Gottes. Angesichts dieser Offenbarung ist es die Pflicht des Menschen, den Verstand und sein Gewissen zu gebrauchen und daran zu denken, dass das Universum mit unendlicher Weisheit erschaffen worden ist. Der Mensch muss dem allmächtigen Gott, seinem Herrn, dankbar sein und mit allen zur Verfügung stehenden Kräften dienen. Ich nehme Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Gott ist der Schöpfer aller Dinge und er ist aller Dinge Erhalter. Sein sind die Schlüssel der Himmel und der Erde. Und diejenigen, welche an die Botschaft Gottes nicht glauben, sie sind die Verlierer. Sure 62,63 Es-Sumar. Nun möchte ich Ihnen ein Fossil vorstellen. Das Fossil eines Libelle. Dieses Fossil ist 128 Millionen Jahre alt, gehört der Periode Kreidezeit und wurde in China ausgegraben. Es ist deutlich erkennbar, dass in keinster Weise eine Veränderung, sprich Entwicklung stattgefunden hat. Dieses Lebewesen, erschaffen wie alle anderen, hat sich seit Millionen von Jahren nicht geändert. Allah hat alle Lebewesen, ohne sie zu verändern, bewahrt. Und dies ist ein Beweis, dass es keine Evolution gab und dass alle Lebewesen von Allah, dem Mächtigen, erschaffen wurden.